Hi, hier ist Philipp von IC Trainer und wir schauen uns jetzt mal die ganzen Bildschirmfunktionen, die wir so in der App haben, an, damit ihr überall so die perfekte Ansicht findet. So, fangen wir an. Ganz generell hier Zoom in, Zoom out. Also Zoom in macht die Schriften und die Bedienelemente größer, Zoom out macht sie kleiner. Da findet ihr also die optimale Einstellung, damit ihr möglichst viel seht, aber auch möglichst gut alles lesen könnt. Dann gibt es noch unter Windows Mac OS die Funktion Display Switch. Das ist dann, wenn ihr zwei Monitore angeschlossen habt, könnt ihr mit einem Klick einfach die App auf den anderen Monitor schieben. Das kann auch sehr hilfreich sein. So, und dann im Bereich Setup Präferenzen gibt es dann zum Beispiel jetzt auch für Mac OS und Windows die Möglichkeit, hier oben im Endeffekt die Leiste und hier unten die Leiste verschwinden zu lassen und die App voll über den Bildschirm gehen zu lassen. Also dann ist die App einfach nochmal größer. Und dann habt ihr zum Beenden der App unter Windows hier unten das Element. Unter macOS geht ihr einfach nur hier nach hier oben und dann könnt ihr hier auf das X wieder klicken. Dann wird das eingeblendet. Da ihr jetzt in dem Bildschirm aber keine Uhrzeit mehr seht, weil ja keine Betriebssystemanzeige mehr ist, könnt ihr euch auch die Uhrzeit anzeigen lassen, damit hier oben die Uhrzeit eingeblendet. Das ist auch mittlerweile möglich. So, das sind die generellen Funktionen und dann haben wir natürlich noch einen ganzen Schwung an sonstigen Funktionen. Fangen wir mal an, zum Beispiel, wir gehen jetzt in freies Training. Wir starten das freie Training. So, gehen dann in den Browser. Und haben jetzt hier zum Beispiel Netflix auf. So, und jetzt wollen wir hier unten Netflix gucken und da oben nur noch sehen, was wir jetzt so trainieren oder auch die Bedienelemente haben. Damit jetzt im Endeffekt dieser unnötige der Platz, den wir jetzt nicht mehr brauchen, verschwindet, haben wir hier eine Vollscreen-Funktion. Und jetzt habt ihr nur noch oben die Bedienelemente. Die könnt ihr ganz normal nutzen. Und unten drunter, der ganze Rest, ist jetzt der Browser. Könnt ihr also hier ungestört eure Serie gucken oder euren Film. Das geht natürlich auch zum Beispiel im Trainingsdialog, kann man das genauso nutzen, dann ist der Trainingsdialog einfach ein Ticken größer. Wenn wir schon im Trainingsdialog sind, hier links die Tabelle, die könnt ihr immer hier mit wegblenden und wieder einblenden und genauso rechts die Anzeige könnt ihr hier mit wegblenden und einblenden. Bei besonders kleinen Displays machen wir das automatisch schon weg, so dass es nur am Ende vom Training sichtbar ist, aber während dem Training ihr euch hier auf die Kurve konzentrieren könnt. Und auch wenn ihr in der Kurve hier, jetzt hier haben wir jetzt momentan zwei Werte, gar nicht alles sehen wollt, dann könnt ihr das hier unter Darstellungsoptionen, könnt ihr da nochmal auswählen und sagen, naja, RPM brauche ich jetzt gar nicht. Bei zwei Werten ist das jetzt nicht so problematisch. So, dann gucken wir uns aber dann noch an, das Ganze, diese Vollscreen-Funktion, wie die wirkt, wenn man eine reale Strecke fahren oder mit einem Streckenvideo von uns fahren. So, dynamische Dauer. Wenn wir jetzt hier den Vollscreen auswählen, zack, dann legt sich das Video auch hinter die obere Anzeige. Beim Video geht das, bei allen anderen Anzeigen funktioniert das nicht. Das ist also dann nochmal deutlich größer den Bildschirm ausgenutzt. Und jetzt habt ihr eben, je nach eurer Bildschirmauflösung, wird ein bisschen oben oder links und rechts abgeschnitten. Das ist die Funktion, die wir dort an der Stelle haben. Dass es jetzt geruckelt hat, hängt jetzt daran, dass der gerade parallel am Aufzeichnen ist. Und dann haben wir noch eine Funktion, das ist die Splitscreen-Funktion. Da könnt ihr, die ist auch nur unter macOS und Windows da, da könnt ihr dann zum Beispiel ein zweites Fenster unten drunter legen und oben das Fenster ist jetzt nur noch IC Trainer. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr hier auf Bedienelemente geht, klickt, also geht nicht das andere Fenster weg. Wenn ihr das hier ganz normal aufgeklickt habt und dann auf die Bedienelemente geht, dann legt sich IC Trainer vor das andere Fenster drüber und ihr müsst es wieder hervorrufen, indem ihr wieder draufklickt. Also das ist einfach da auch eine gute Funktion, wenn ihr mit zwei unterschiedlichen Fenstern arbeitet. Kann man nochmal groß schalten. Und dann ist es wieder da. So,
Ja, das waren so die ganzen Funktionen, die wir in der ganzen Bildschirmsteuerung haben. Wie immer euch viel Spaß mit der App. Just train, no game.